Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr das Design von Weinen wechselt. Normalerweise ist das ja so ein graues Ding. Aber wenn wir es ändern, ihr könnt ein beliebiges Windows-Design nehmen. Ich habe mir mal das hier ausgesucht. Das downloade ich. Speichern. Erstmal ein paar. Das sollte ich hier haben. Das ist es. Einfach entpacken. Das geht mit jedem Design, was wir machen. Dann öffnen wir das Wahlen-Konfigurationsmenü. Konfiguriere Wahl. Dann hier unter Desktop-Integration. Motiv installieren. Ich habe ja, wie ihr seht, schon alles installiert. Dann suchen wir uns das auch. Ich habe das hier, wo ist es? Hier ein Park. Da ist dann drin so eine MS-Styles drin. Die müsst ihr einfach öffnen. Fertig. Ich kann sie einfach auswählen. Anwenden. Dann einfach schließen. Wenn ich das mal nur bei plus plus öffne. Warten. Dann seht ihr, es hat ein anderes Design. Das könnt ihr auch jetzt halt wechseln. Unter Configurieren. Ich schließe das mal. Hier können wir das von wir öffnen. Kein Motiv. Dann gehen wir mal wieder drauf. Moment. Warten, bis es gestartet ist. Und hier haben wir es halt. Ihr seht also ganz einfach. Links sind in der Beschreibung. Und damit tschüss.